Sehr gut. Okay, das hat den Nachteil, dass man hungrig ist, aber ihr habt es gerade gesehen, man kann die Uhrzeit verstellen. Von Nacht zu Tag. Sehr gut. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Forest. Bevor wir jetzt loslaufen, pfeife uns nochmal einen Snack hier rein. Und jetzt geht's auch gleich hier rüber. Denn dort befindet sich irgendwas. Alles voll. Ja, also die Frage ist auch natürlich, wie man größere Taschen bekommt. Da muss ich auch nochmal ins Buch gucken. Wir machen trotzdem nochmal weiter mit der Erkundung. Wir wollen was sehen. Was ist das hier? Noch ein Koffer. So, das war's aber, glaube ich. Kleiner Stein gesammelt, okay. Wow, Gewitter. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Beziehungsweise laufen, damit man hier auch was zu was kommt. So, da müssen wir nicht hin, da sind wieder diese Schädel. Und in der To-Do-Liste steht, ich soll Verteidigungsanlagen bauen. Ich würde mich aber ganz ehrlich gesagt lieber auf die Suche machen nach den Passagieren. Da unten sind Zelte. Was ist hier los? Und ist da hinten schon Schnee? Hallo. Hier geht's nicht rein. Tatsache. Kann's auch nicht kaputt machen. Eine Trage. Neues Tier entdeckt. Also irgendwas, also hier waren Leute, sind aber nicht mehr da. So, kennen wir die Büsche schon oder ist das neu hier? Beziehungsweise, komm, wir hacken die mal. Wer weiß, wozu es gut ist. Ich muss mal gucken. Ob die überhaupt eingesammelt werden. Blatt gesammelt. Ja. Ich glaube, von diesen Blättern kann man nicht genug haben. Ich habe eben irgendwas gesehen von irgendeiner Konstruktion mit, ich weiß nicht, 52 Blätter werden da gebraucht. Von daher, es wird hier gehackt, wenn es möglich ist. Und es scheint tatsächlich schon hier Schneereste zu sein. Dass da oben schon das Gebirge ist. Aber da wollen wir ja nicht hin, denn da ist es gefährlicher. Und natürlich schwerer zu überleben. Ich bin auf der Suche, ja, nach einer Waffe. Eine gute Waffe wäre nice. Ein Bogen. Und wie gesagt, es gibt auch eine Kettensäge. Und diesen Varan hier, den kriegt man einfach zum Verrecken nicht. Er ist einfach zu schnell. Für den braucht man zum Beispiel auch einen Bogen. Denn aus dem Varan, da kann man sich bestimmt irgendwas zum Anziehen basteln. Ja? Oder einfach eine Jacke oder so.
Also aus dessen Haut. Würde mich nicht wundern. So, ein roter. Neue Pflanze entdeckt. Die kennen wir schon hier. Fünf Blätter gesammelt. Hier wird alles gehackt und gesammelt. Im Moment, was nicht nied- und nagelfest ist. Und solange man hier keine Anzeige bekommt, von wegen du bist überfüllt, kann man das hier alles mitnehmen. Und ich glaube, so spielt man das auch. Immer draufhacken. Und so langsam macht es auch Spaß, hier alles umzunieten. Umzunähen. Und hier ist tatsächlich ein Koffer. Tatsächlich ein Koffer. Also die scheinen hier wirklich auf der ganzen Insel verstreut zu sein. Mein Gott. Wie viele Koffer liegen hier rum? Hallo. Hallo, ist da einer? Ist da jemand? Ich bin mal gespannt, ob hier irgendwas in dem Koffer drin ist, was vielleicht noch unbekannt ist. Klebeband. Leute, nein, die Freaks sind da. Ich glaub's nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht mit euch zu tun haben jetzt. Ich wollte mal in Ruhe was einsammeln. Na mit. Schon voll. Ist hier irgendwo eine Höhle von denen vielleicht? Ja. Gehen Sie bitte weiter, es gibt nichts zu sehen. Allerdings möchte ich die Koffer nicht da liegen lassen. Da ist auch einer im Wasser. Schon wieder. Muss der Typ denn jetzt hier rumlungern? Da, hier links. Genau, hier sind noch Koffer. Ja, okay, da. Manchmal schlägt er leider nicht von oben. Weiß ich wieso. Pfeile gesammelt. Das ist schon mal gut. Jetzt fehlt nur noch der Bogen. Ist hier irgendwo ein Bogen? Das wäre natürlich cool. Piss dich. Ja, und? Jetzt? Kriegen wir, ob wir den noch mal hinkriegen hier? Okay, Zeit für Medizin. Ich will ja auch mal wissen, ob die überhaupt sterben können. Na also, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? So. Die Frage ist, brauche ich diesen Kadaver? Oder kann ich ihn zerhacken? Ach, ich kann sogar das Bein nehmen. Okay. Was ist hier los?
Ah, Kleidung, Winterkleidung. Und der Vogel snackt an dem Kadaver rum. Und so kommen wir Stück für Stück weiter. Und wir gehen jetzt mal hier rüber. Schnell Bäume fällen und schnell das nächste, den nächsten Speicherpunkt bauen. Und dann laufen sie schon. Okay, doch nicht. Seitenwechsel. Also irgendwo scheint hier eine Höhle zu sein. Aber die Gegend hier am Fluss ist natürlich nice, ne? Eigentlich. Okay, hier ist mir ein bisschen zu viel Betrieb gerade. Dann bleiben wir doch mal erst auf dieser Seite. Und Snack einwerfen. Und dann rennen wir noch ein Stückchen hier lang. Und da hinten sind ja auch noch Bäume. Beziehungsweise da oben. Kann ich denn hier was trinken? Manchmal muss man sich irgendwie genau richtig hinstellen, damit man auch was trinken kann. Sonst erscheint die Anzeige nicht. Hast Durst? Ja. Ich noch was zu trinken dabei? Soda. Thema erledigt. So, und hier bauen wir jetzt ein Lager. Den nächsten Speicherpunkt. Zwar ganz, ganz zügig. Na komm. Na mach schon, was ist los? Er will nicht. So, und diese kleine Hütte müssen natürlich 13 sein und nicht 12. Denn 12, dann käme man ja mit 3 Bäumen aus. Aber nein, es müssen 4 sein. So, fallen Sie bitte jetzt. Der Oberförster ist am Start. What? Ein Krokodil. Willst du mich verarschen? Das glaube ich jetzt nicht. Krokodil, ich will eine Hütte bauen. Was machst du hier?
So, das dürfte jetzt fix gehen. Gott sei Dank sieht man was. Ich hoffe, das Krokodil bleibt ein bisschen auf Abstand hier. Oh oh, ich höre was. Krokodil. Es sind sogar zwei. Habe ich hier genauso eine Hütte gebaut und so ein Krokodilnest jetzt oder wie? Ist ja wieder typisch, oder? So, fress doch mal den Hasen. Reicht ja nicht, wie? Boah, es ist knapp, das ist... Ich weiß auch nicht, wenn die einmal zuschnappen, ob man dann stirbt. Ist man dann instant tot? Ich hoffe nicht. Ich versuche mal ein bisschen auszuweichen. Ja, der letzte Baum und ich wäre fast gestorben. Wir haben noch einmal Pillen. Das wär's. Und gespeichert. Na, wer sagt's denn? Puh, also, neue Bekanntschaft gemacht. Mit Krokodilen. Okay. Also, hier gibt's im nächsten Part noch eine Menge, was wir hier in der näheren Umgebung untersuchen können. Vielleicht schwimmen wir auch mal darüber. Hier ist auf jeden Fall ziemlicher Krokodilverkehr. Würde ich sagen, war es das für heute. Wir sind wieder ein Stückchen weitergekommen im Spiel und es wird auch so weitergehen im nächsten Part. Untersuchen wir ein bisschen mehr noch hier diese Umgebung, diese Gegend, ob hier irgendwas liegt. Vereinzelt findet man ja doch neue Ausrüstungsgegenstände. Wir haben zum Beispiel jetzt neue Klamotten gefunden in diesem Part, haben damit schätzungsweise unsere Abwehr etwas erhöht. Ich mache jetzt nochmal kurz einen Sicherheits-Save. Was wollte ich sagen? Ja, die Abwehr ein bisschen erhöht, da wir Klamotten gefunden haben. Wir haben auch Pfeile gefunden. Jetzt fehlt natürlich noch der Bogen. 20 Pfeile haben wir schon am Start. Fehlt noch der Bogen. Ich bin gespannt. Vielleicht gehe ich ja nochmal kurz zu diesem Hügel zurück, um zu sehen, ob da vielleicht doch noch irgendwo ein Bogen liegt. Ja, was haben wir noch erfahren? Wir haben erfahren, dass diese Freaks zu töten sind. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Hiebe das gewesen sind. Ich glaube... Ja, wie viel waren es denn? 7, 8 Hiebe mit dieser Axt. Das geht bestimmt besser mit dem richtigen Werkzeug. Ich werde auch nochmal ins Lehrbuch schauen. Für heute war es das. Danke fürs Zusehen. Es fängt wieder an zu schiffen. Bis morgen und ciao. Und da hinten läuft wieder einer. Von wegen rüberschwimmen. Seht ihr das? Ganz klein. Läuft da links runter. Pikometer klein. Du hast Hunger. Ja, schon wieder Hunger.